die weltweit einzige Messe für Urban Art. In diesem Jahr fand sie vom 7. bis zum 10. Oktober erstmals in Berlin statt. Bisher war sie in München zu Hause. Der Umzug nach Berlin war eine strategische Entscheidung der Veranstalter. Unser Ziel ist natürlich, die Messe international noch bekannter zu machen. Wir hatten zwar schon viele internationale Teilnehmer, aber die Szene, die Urban Art Szene, ist ja wirklich weltweit vertreten. Es gibt viele Galerien in dem Bereich. Und Berlin ist halt als Kunsthauptstadt einfach wirklich ein Begriff weltweit. Und von daher war es wirklich ein wichtiger Aspekt, hierher zu kommen. Nicht unbedingt zu tun, als ob man das Größte und das Neueste wäre, aber einfach zu zeigen, dass hier auch andere Sachen passieren. Die urbane Kunst unterscheidet sich gar nicht so sehr von anderen etablierten Kunstrichtungen, finden die Messeteilnehmer. Das ist die Frage, wo fängt man mit Kunst an, wo hört man mit Kunst auf? Ganz beliebte Frage, was ist Kunst? Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir da eigentlich eher sagen, wir stellen die Frage entgegen, was ist keine Kunst? Auch das ist Kunst. Mit der Haut als Leinwand. Es gibt Schnittmengen in dem Bereich, dass natürlich viele Künstler nicht nur mit Werkzeugen arbeiten, die aus dem urbanen Bereich kommen, sondern auch mit Werkzeugen, die natürlich klassische Künstler benutzen, wie Pinsel, Acrylfarben, Öl. Aber wir wollen eben genau das nicht definieren, sondern am Ende soll der Besucher selbst eine Entscheidung treffen, weil wir eben genau das nicht machen wollen, uns separieren und uns als etwas Besonderes darstellen wollen, sondern einfach nur zeigen wollen, dass wir existieren. Die Messe will Kunst auf Augenhöhe zeigen. Berührungsängste zwischen Künstlern und Besuchern sind in dieser lockeren Atmosphäre kein Thema. You know, we're painting on a piece of the Berlin Wall, and my style, to explain my style, I call it more like an abstract expressionism of a street romantic voodoo, and with emotional landscapes through a melodic symphony of color therapy. So, you know, me, I paint with a lot of colors, and I believe that colors have healing attributes, healing effects. It's all about colors when it comes to my artwork, yeah. It feels good, you know, you can expose this style of artwork to, you know, mass amounts of people, which is a good thing, you know. Shows them something, a little something new, pretty much. Even if you have one person just watching you, it's good enough. Das Duo Best Ever aus London durfte sich auch auf einer Berliner Mauer verewigen. In ihren Bildern spielen die Hände und Augen eine wichtige Rolle. Communication mainly comes from the eyes and the hands. Like with humans, they like gesticulate when they talk, or you know, eye contact and stuff is really important. So I think that's maybe why like we focus on those points. Für die Stroke und die junge Kunstszene war es eine gute Entscheidung, nach Berlin zu kommen. Na, Berlin ist natürlich viel größer und da gibt es, was die Street Art angeht, natürlich viel mehr Räume. Also es wird auch viel mehr produziert, eben auf der Straße, da wo es eigentlich auch herkommt und hingehört. Ist in München natürlich alles ein bisschen sauberer, wobei man sagen muss, es war da auch ganz schön viel Publikum da. Also das Interesse ist da auch da, aber hier ist natürlich so der Melting Pot natürlich irgendwie. Also hier passiert schon ein bisschen mehr.
Street Art hat sich weiterentwickelt, ist salonfähig geworden und vielfältiger. Dennoch kämpft sie mit vielen Vorurteilen. Na gut, in der Historie natürlich in erster Linie mit dem Thema Vandalismus. Die Street Art oder auch das Graffiti bemächtigt sich ja des öffentlichen Raumes, und aber auch des Privatbesitzes. Das gibt es natürlich nach wie vor. Wir wollen aber dazu gar nicht so eine Stellung nehmen, weil wir ja letzten Endes das repräsentieren, was sich aus diesen ganzen Jahren heraus entwickelt hat. Das heißt, man sieht hier eben auch keine Sachen, die irgendwo aus dem urbanen Raum entnommen wurden und jetzt hier präsentiert werden, sondern die Künstler, die hier ausstellen, versuchen etwas zu machen, was auch dem Qualitätsanspruch einer Galerie entspricht. Jorboogies Mauerstück geht an diesem Tag noch für 500.000 Euro weg. Und auch seine Bilder fanden Fans. Spontan hat sie uns an einer neuen App vom iPhone erinnert, den wir mit Begeisterung spielen, wo man halt diese Vögel benutzt. Und so blieben wir halt stehen und dachten, ja, das Bild ist einfach perfekt und es ist irgendwie, ja, richtig schöne Kunst. Und so haben wir es halt gekauft. Es ist schon spontan, aber eigentlich war die Absicht da auf jeden Fall, was zu erwerben. Weil ich denke, es ist halt auch Kunst von morgen, übermorgen und die ihren Weg nehmen wird. Ja, weil sie immer mehr eben zu einem dazugehört. Früher hat man das eben immer so die Verschmutzung und mittlerweile sind das wirklich Geschichten, die man eben in allen Ländern wiederfindet und das finde ich halt spannend daran. Also wo der Alltag irgendwie als frei zugängliche Kunst gemacht wird. Ich denke mir, der Rahmen ist auf jeden Fall gegeben, dass es weiter fortgesetzt wird und dass ein großer Zuspruch eigentlich zu wünschen wäre. Genau das hoffen auch die Künstler, Galeristen und Veranstalter. Dass die Messe der jungen Kunst zu mehr Ansehen verhelfen konnte. Maybe one of our ambitions is to not be labeled as urban artists. I think it would be really nice to just be, you know, labeled as an artist. Die Aussteller konnten auf der Stroke nicht nur ihre Werke verkaufen, sondern auch wertvolle Kontakte knüpfen. Wir haben zwei Ausstellungen gebucht schon fürs nächste Jahr und das Jahr danach. Ja, so weit, so gut. Ich glaube, viele waren ein bisschen skeptisch, weil Berlin ja generell eine nicht so greifbare Erwartungshaltung darstellt. Waren viele bestimmt ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, anhand der Besucher, anhand der Verkäufe sind doch jetzt viele sehr, sehr zufrieden, glaube ich.